Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier bei Cosmic Matrix mit der Botschaft zum Donnerstag. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen guten Morgen und einen guten Tag. Für den restlichen Verlauf des Tages, ja, mögest du begleitet und beschützt sein. Und ich stelle dir erstmal die Botschaft hier für den Donnerstag vor. Los geht's hier links mit diesem Herz-Symbol, Engelskarten von der Ingrid Auer vom Engel Symbole Verlag. Und auf der rechten Seite haben wir die Orbskarten von Diana Cooper und Kathy Croswell vom Ansata Verlag. Da werde ich uns jetzt mal eine Botschaft ziehen. Eine frische Botschaft. Huch, hier fällt eine raus. Schauen wir mal schnell, dass unsere Karte ist. Ja, mein Pendel sagt, das ist die Karte. Das Pendel immer noch mal da liegen. Und dazu nehmen wir uns noch einen Orb mit einer Info aus der geistigen Welt. So. Bitte, da ist er. Die erste Botschaft heute, die rausgehüpft war, ist ein Engel. Und zwar kommt hier der Engel für wiederkehrende Gedanken und Lösungen. Ja, wenn du immer mal so die Dauerschleife drin hast, die kennst du sicherlich, die Gedanken, die immer wiederkehren. Und dieser Engel sagt, ich öffne mich für göttliche Lösungen, die mir bei meinen Problemen weiterhelfen. Ganz schönes Gebet, um aus der Dauerschleife rauszukommen und mal einen neuen Impuls einladen zu können. Dazu ein Orb. Und zwar kommt hier Erzengel Michael und Polemik und Elementarwesen. Hier oben siehst du so mehrere übereinander. Ah, der blaue ist sicherlich der Michael. Weil ich die jetzt auch noch. Ah, hier unten sehe ich es auch noch ein ganz großer. Der ist so ganz hier vorne, ganz großer blauer. Okay, dann werde ich uns mal schauen, was das für eine Botschaft ist. Und du kannst, wenn du magst, den betrachten, weil die Energien der Orbs überträgt sich durchs Betrachten. Diese Karte lädt sie ein, sich stärker auf das Reich der Elementarwesen einzustimmen. Auf dem Foto sehen wir, wie die Erzengel Michael und Polemik, das ist ein Engel der Natur, Naturgeister beschützen. Der Rat der geistigen Welt an sie lautet, sich in der Natur aufzuhalten und sich der unsichtbaren Kräfte bewusst zu werden, die dort am Werk sind. Nehmen Sie Kontakt zu den Feen, Richteln, Gnomen, Elfen, Salamandern und anderen Elementarwesen auf und arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um der Natur und unserem Planeten zu helfen. Dabei werden Sie immer beschützt. Wow, also auch ganz spannend, denn hier geht so ein bisschen der Fokus auch weg von den eigenen Themen, die man für ganz, ganz groß hält und die sicherlich auch ihre Berechtigung haben, aber hin nochmal auf die Erde, auf die Natur. Und wie kannst du da ein Stück weit auch die Liebe, die in dir wohnt, in diese Zeit, in diese Erde hier bringen und zu den Naturwesen? Das ist auch ein schöner Fokus einfach. Wie kann ich das, was ich Gutes kann und in mir trage, ja, nutzbar machen für diese Zeit? Und ja, die Natur hilft auch dir, wenn du da bist. Ja, nicht nur, dass du der Natur hilfst oder vielleicht einen Segen, ein Gebet schickst, sondern auch, dass die Natur dir natürlich hilft, wenn du da bist. Also verbind dich mehr mit den Naturgeistern, geh raus, genieß den Herbst, die Natur, das Rascheln der Blätter. Und du wirst auf neue Gedanken und neue Lösungen kommen, wenn du dich bewegst in der Natur, wenn du mit der Natur bist. Ich wünsche dir dabei alles Gute. Vielleicht kannst du die Mittagspause draußen verbringen oder hast sogar Zeit für einen Spaziergang. Alles Liebe von mir für dich, für deinen Tag heute. Und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen wieder. Alles Liebe. Tschüss, Satnam.